Ein intensiver Morgen liegt hinter uns mit ganz vielen verschiedenen Berichten, Gesprächen. Ganz vieles haben wir gehört an dem ersten Morgen hier an der jährlichen Konferenz. In all dem hat es aber auch ein Powerbreak gegeben und um das geht es jetzt. Herzlich willkommen zurück bei uns im Studio. Ebenfalls herzlich willkommen Stefan Moll. Merci vielmals, bist du bereit, noch vor der Mittagspause mit uns über die Powerbreaks zu reden. Stefan, du leitest die Powerbreaks an jährlichen Konferenz. Was ist genau die Idee dahinter? Die Idee ist auf der einen Seite, dass man das Thema der Konferenz mit der Zeit aufnimmt und das andere jemanden kennenlernt und sonst halt Break, ein bisschen einen Unterbruch machen, wo neue Inspiration gibt, ein kleiner Gedanke, ganz etwas Leichtes, Kleines, Kurzes, das gerade wieder vorbei ist. Warum brauchen wir auch im Alltag immer mal wieder einen Powerbreak? Ich denke halt, Breaks sind der Ort, wo die Ideen entstehen. Neue Ideen, neue frische Gedanken kommen, also unter der Dusche oder irgendwo. Dort wächst etwas und man kann nicht einfach nur klotzen. Ja. Stefan, du bist sehr engagierter Pfarrer. Wie sieht in deinem Alltag so ein Powerbreak aus? Also meine Zähnepause auf dem Balkon draussen, mit einem Buch oft, das ist so ein Moment, den ich sehr inspirierend finde. Ich lese jeden Tag die Losungen, das ist auch so ein Moment, wo ich finde, das gibt mir immer jedes Mal einen Gedanken mit. Nicht ganz jedes Mal, aber immer wieder. Fällt es dir einmal schwer, die Zeiten zu finden und dir zu nehmen? Oder hast du wie feste Rituale, die dir helfen? Oder wie gehst du mit dem um? Die Schwierigkeit liegt nebeneinander. Also, ich bin langsam so alt, dass ich die Regelmäßigkeiten einfach eingeschliffen habe. Das lässt sich fast nicht mehr ändern. Nicht? Aber, nicht jedes Mal abhocken und einen Kaffee trinken, ist auch ein Powerbreak. Dass es inspirierend wird, muss noch irgendetwas passieren. Also entweder muss ich zur Ruhe finden oder es ist ein guter Gedanke in einem Buch, das ich mitnehme. Es hängt dann mehr an dem an. Du bist in ganz verschiedenen Bereichen sehr aktiv. Du bist Pfarrer in der EMK Baden, politisch bist du aktiv, in der Schlagerfamilie, auch im Bereich Flüchtlingsarbeit. Wo oder welcher Bereich lässt dein Herz am höchsten schlagen? Ja, das ist ja vielleicht mein Problem. Jeder. Außer politisch bin ich gerade nicht mehr aktiv, da bin ich vielleicht mal noch ein bisschen frech, aber sonst mache ich nicht mehr aktiv. Okay. Jetzt, wo konkret würdest du sagen, was liegt dir wie am meisten am Herzen? Oder was ist so das, wo du im Moment sagst, wow, da hätte ich gerne noch mehr Zeit oder dort ist so die Freude am grössten? Ja, also sage ich jetzt wirklich, die Schlagerfamilien ist der Punkt, wo mich ja sehr, sehr beschäftigt im Moment, wo auch wirklich eine ganz grosse Dynamik ist. Das ist ein Teil von der EMK. Und ich würde mal ein bisschen frech sagen, es ist sehr wahrscheinlich mit Abstand die grösste EMK-Gemeinde, die es gibt, die da entsteht und ist. Wolltest du noch zwei, drei Gedanken mehr mit uns teilen? Also ich kann ja mal sagen, was es ist, weil viele wissen es noch nicht. Ja, genau, ja. Also es ist ein Fresh-Ex-Projekt, das zu mir gekommen ist. Ich habe das ja nie gesucht, oder? Wo im Zusammenarbeit mit dem Fernsehsender Musik24 entstanden ist. Angefangen jetzt mit einer gewöhnlichen, braven Andacht, die wir jeden Tag auf dem Sender machen konnten. Das ist geschätzt worden, aber irgendwie nicht das Funken so gesprungen. Und vor zwei Jahren haben wir dann angefangen, sagen wir, müssen mehr machen. Und hat dann die Sendung Stammtisch angefangen. Das ist jeden Montag oben eine Live-Sendung, die wir machen. Mit Gesprächen mit den Leuten, so wie hier, oder? Und dann haben wir im Lockdown einen Gottesdienst angefangen, am Fernsehen machen. Und haben das dann wieder abgebrochen nach sechs Mal, weil Lockdown vorbei war. Und dann kam eine Petition, die verlangt hat, dass die EMK dort wieder weiterhin Gottesdienste macht. Und da konnte Kille fast nicht mehr Nein sagen. und nebenher bauen wir jetzt eine Gemeinschaft auf, wo wir uns immer wieder probieren zu treffen. Das nächste Schlagerfamilientreffen findet am 3. August statt in Baden im Restaurant Belvedere. Ja, also es ist ein mega, mega spannendes Projekt, das zu der evangelisch-methodistischen Kirche Absolut. Gehört. Wo findet man mehr Infos? Wenn Leute jetzt gerne würden da mal reinschauen, was ist das? Findet man da? Es gibt eine schlechte Internetseite und eine gute Live-Aufführung. Also ich bin da und ich würde gerne mit ganz vielen Leuten an dieser JK darüber reden. Ja. Es ist darum so, wir suchen im Moment auch einen Botschafter, der die Arbeit vertreten. So eine Pionierarbeit ist immer sehr instabil, es gibt wenig Strukturen, man muss da weiterkämpfen. Und wir müssen das Team probieren zu verstärken. Ich würde gerne mit vielen Leuten darüber reden und von diesen ganz tollen Sachen, die wir erleben, auch erzählen. Ja, also, die Aufforderung ist da. Man darf sehr gerne auf dich zukommen. Stefan, bevor wir
definitiv gehen zum Mittagessen, spielen wir noch Spiele zusammen. Das, dabei. Wo wir bis jetzt mit allen gespielt haben. Es funktioniert so, ich habe dir 10 Abkürzungen vom methodistischen Wortschatz, wo man auch in dem Konferenzheft findet. Und du hast 30 Sekunden Zeit und wir schauen in diesen 30 Sekunden, wie viel von diesen 10, maximal 10, dass du richtig kannst beantworten und die Abkürzungen auch kennst. In Führung liegt aktuell der Michael Bühner mit 5 Richtigen. Also, bist du bereit, Stefan? Absolut. Dann 30 Sekunden ab jetzt. Der A123. Irgendein Ausschuss. Gut. ZV. Zentralverwaltung. CD. Kompaktdisk. Der BVO. Bezirksvorstand. KO11. Kommission für theologische Fragen. TTCH. Publikumsjoker. Gut, also dann gehen wir weiter. BGE. Nochmal. Gut, dann... Jetzt ist die Zeit abgelaufen. Oh, unsere Zeit ist durch. Gut. Ja, gut geschlagen. Irgendein Ausschuss. Das wäre Ausschuss für Praktikanten. Ist der A123 ZV? Wundere mich nicht mehr. Genau. ZV, Zentralverwaltung. CD, das ist auch richtig, aber im methodistischen Wortschatz wäre es Komitee-Direktor gewesen. Der BV, der Bezirksvorstand. KO11, Kommission für theologische und kirchliche Fragen, da geben wir natürlich auch. TTCH wäre Tagung Teil Schweiz gewesen. BGE, Bereich Gemeindeentwicklung, so weit sind wir, glaube ich, gekommen. Genau, das ist wie Damaris Reimann, 3 Richtige. Gratuliere zu den 3 Punkten. Und ganz herzlichen Dank, Stefan, dass du da bei uns bist und uns mehr erzählt hast. Gern geschehen. Und ich füge vielleicht noch an, dass alle, die sich in solche Spiele einlösen in der Schlagerfamilie, von mir eine extra Souvenir-Tasse bekommen von der Schlagerfamilie. Hey, also, dort kommt man etwas über bei uns. Nur Raum und Ehr, dort bekommt man eine Tasse. Und ein Mittagessen. Danke vielmals. Hey, yes, danke dir. Weiter geht es am 2 mit dem Nachmittagsprogramm, und zwar mit dem Sitzungsteil Nummer 3. Am 14:15 dürfen wir hier den Serge Frutiger begrüßen. Wir gehen in die Mittagspause und wünschen euch ebenfalls einen guten Tag.